Denn hallo und herzlich willkommen zum siebten Gehäusebau-Stream, mein zweiter Stream heute. Und jetzt geht es nicht um irgendwelche wunderschönen Elektronik- oder Software-Geschichten, sondern wieder um das altbekannte Gehäuse. Ich glaube, ich hatte im Februar zuletzt gestreamt für das Gehäuse und werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen vorantreiben. Und nebenbei lerne ich nochmal ein bisschen die Zuschauerplattform kennen, also von Steam, von Twitch, um mir das mit anzusehen. Nee, gut, fangen wir auch mal direkt an. Ich habe für die Leute, die es noch nicht wissen, das Ganze mal vor langer Zeit aufgezeichnet, als ich das Gehäuse zum größten Teil gebaut habe. Das ist nun auch schon gut ein paar Monate her. Von daher ist das ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Das fertige Produkt kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht, wird aber noch kommen. Und ich möchte das aber nicht bekannt, also nicht richtig zeigen, bevor nicht das Gehäuse selber schon fertig ist. Da ich aktuell nicht weiß, wie weit ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme war, aber es sieht so aus, als hätte ich dann zumindest die Seiten schon mal zweischichtig. Das heißt, außen 3 mm Press, nee, Pappelholz und dann drinnen 3 mm Pressholz. Und zumindest eine Seite. Die Frontseite war fertig. Bei der Rückseite fehlt noch ein Stück. Es scheint also noch ein bisschen was zu tun zu sein. Denn vermute ich mal, dass heute, wie gesagt, ich habe mir das Video nicht mal vorangesehen, bevor ich das jetzt streame. Ich denke mal, dass heute dann nur das obere Teil dran ist. Also, wie man da sieht, das ist die obere Seite von meinem kastenförmigen Roboter. Zumindest wird man da später erkennen, dass es da sein soll. Mittlerweile hält es schon seit einigen Monaten und das ist auch ganz schön so. Und da wird dann jetzt die zweite Holzplatte drunter geleimt. Natürlich erstmal vor zurechtgeschnitten und dann anschließend geht das hoffentlich jetzt auch schon in die Richtung, dass dann die Stützstreben an den Seiten festgemacht werden. Also diese Kanthölzer, die man im Hintergrund sieht, im Regal, da gibt es einmal die weißen Ordner, Hefter, die Dinge, wo man Papier reinpacken kann. Und dann in der Mitte der beiden Regale, also ganz links neben den weißen, da wo ich jetzt auch eins rausgenommen habe, das sind die Stützstreben, die ich nutze, um das Gehäuse als Ganzes zu stabilisieren. Jetzt nach einigen, ich glaube seit 3 Monaten steht das Ding jetzt so, hat es auch sehr gut gehalten. Ich habe ein paar Tests gemacht mit dem Gesamtgehäuse, das hält einiges an Gewicht aus. Draufgestellt habe ich mich noch nicht, aus der Befürchtung, ich bin zu schwer. Aber ich kann auf jeden Fall im Hohlraum drinne meine gesamten Bücher stapeln, die ich zum Programmieren brauche. Das ist ein ganzer Batzen. Und da kommt noch ein bisschen was an Gewicht zusammen. Und meine Einkäufe kriege ich da auch leicht rein, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Also das scheint zu funktionieren mit diesen Hölzern und den paar Schrauben und dem Leim, die das zusammenhalten. Ja, zur oberen Platte, die heute dann da anscheinend fertig gemacht wird. Also zurückblickend, das kleine Loch, wo jetzt der Bleistift drin ist, das wird das Loch für den Display. Das musste anschließend noch ein bisschen ausgefeilt sein. Das habe ich nicht mit auf die Kamera aufgenommen. Habe das dann abends gemacht, wenn ich irgendwas geguckt habe, mich dann quasi vor die Serie gesetzt mit meinem Schleifpapier. Das mache ich regelmäßig mittlerweile. Und das Ganze dann so ein bisschen angepasst, dass dann auch die. Oder dass das Display dann super reinpasst. Das passt auch ganz toll in die Lücke mit rein. Ich kann das oben einfach reinstecken, unten die Kabel dran stecken an das Display. Das ist etwas dicker. Das hat, glaube ich, eine Tiefe von ja, schon knapp einen Zentimeter, vielleicht etwas mehr. Vielleicht so 12 mm oder etwas um den Dreh. Und auf jeden Fall passt das jetzt vom Loch her auch super nach dem Ausfeilen, so dass das Display im Roboter festhält. Ich will noch eine Befestigung an der Unterseite machen, also auch quasi an dem Ding, das jetzt gerade zurechtgeschnitten wird. Und dann sollte das Display, das Display, das Ding sollte auf jeden Fall enthalten. Und wie ich das mache, könnt ihr sonst gerne mal in die Kommentare oder in den Chat schreiben, ob ihr das dann auch noch mal sehen wollt. Das ist wirklich Kleinkram. Eigentlich Dinge, die ich so nebenbei jetzt abends mache, wenn ich Serie gucke oder sowas und mich ein bisschen hinsetze und leicht weiter dran schneide, beziehungsweise dann eher feile und säge. Und dann muss man mal gucken. Könnt ihr entscheiden, ob ihr das sehen wollt oder nicht.
Und es kommen wieder meine Klassiker zum Einsatz, meine beiden Bücher als Gewichtsbeschwerer. Einmal das total tolle Astronomiebuch. Ich habe es geliebt. Ich glaube, das kam auch schon in den anderen Folgen zum Getriebe, zum Gehäusebau vor, dass ich das gesagt habe. Ich bin mir sicher, dass ich das mal gesagt habe. Ich bin großer Astronomiefan. Und das andere, das Kartenbuch, so ein Atlas. Aber der große Vorteil eigentlich an diesen beiden, das sind meine dicksten Bücher, war halt, dass die Holzplatte dann nicht mehr so stark hin und her gewackelt hat, dann war der Schnitt etwas gerader und es war grundsätzlich einfacher zu schneiden. Was man hier jetzt im Bild nicht ganz so gut erkennt, das habe ich ja im Winter gemacht. Naja, Winter, ne, mit Schnee oder eher auch weniger Schnee. Das war auch da eine angenehme Beschäftigung. Kommen wir aber etwas mehr zum aktuellen Stand. Also diesen Roboterbau jetzt im Hintergrund laufen zu lassen, ist eine schöne Sache für sich. Das wird auch noch zwei weiteren, nee, Folge 8 gibt es noch, 9 und 10. Also es gibt noch drei weitere komplette, fast zweistündige Teile davon, wie ich daran weiterbaue. Auch wenn ich zugeben muss, dass die spannendsten ja eigentlich 9 und 10 sind, die kommen auch noch. Und jetzt bei 7 hält sich halt noch in Grenzen, es wird noch relativ viel geschnitten. Bei 8 glaube ich auch. Und in der letzten Folge wird dann wirklich alles zusammengesetzt. In der 9. wird damit, glaube ich, schon angefangen, weil ich eine Seite vergessen hatte, vorher fertig zu machen. Und dann wird das auch irgendwann nochmal so im Schnellverfahren zu sehen sein, wenn ich das mal kurz schneide. Dass man quasi als 10-Minuten-Video dann einmal die rund 20 Stunden Arbeit sieht, schnell durchlaufen. Aber kommen wir zum interessanteren Teil, während das läuft. Jetzt im Stream, auch für meine ganzen, ja, für meine YouTube-Abonnenten, die sich das tatsächlich angucken, das sind ja gerade hier meine Hardcore-Groupie-Fans, könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Ich streame unregelmäßig, sehr unregelmäßig aktuell. Aber es wird in der Zukunft wohl etwas häufiger werden, da ich mit dem Bau auch für euch vorankommen möchte, um euch ein paar neuere Dinge zu zeigen, an denen ich sitze. Auch in Bezug auf den Roboter, und ihr könnt auch gerne Fragen in die Kommentare schreiben bei YouTube oder auch gerne Anmerkungen, was ihr cool fändet. Nochmal als Gimmick oben drauf, auch wenn man sich jetzt noch nicht ganz so viel vorstellen kann. Und für die Leute, die das hier zum ersten Mal sehen und immer noch durchgehalten haben nach uns 8 Minuten, der Roboter selbst wird kastenförmig sein, ist ja klar, ne? Das ist das Einfachste von allen. Und in diesem Kasten, der kommt unten ein Fahrgestell, das Getriebe ist auch schon zum Teil fertig. Das habe ich auch als Video, das werde ich auch zeigen, nachdem das Gehäusebau abgeschlossen ist, ein Stück für Stück. Und halt neben dem Getriebebauer hier das Gehäuse als Bau. Und das beides wird dann später noch zusammengesetzt, ist noch nicht ganz zusammengesetzt, liegt daran, dass das Getriebe noch nicht ganz fertig ist. Es fehlen obwohl das Getriebe selbst ist schon relativ fortgeschritten. Wenn man sich ich habe so einen kleinen Getriebekasten gebaut, wo dann vom Elektromotor übersetzt wird in die normale Fahrgeschwindigkeit, die angestrebt wird, also eine Spitzengeschwindigkeit von 10 km/h. Eine Mindestgeschwindigkeit halt von 0 km/h, das ist nicht, also das ist ja normal, ne? Rückwärts fahren soll er auch können. Und dazwischen gibt es dann halt rund 200, jetzt muss ich kurz überlegen, 256 Geschwindigkeitsstufen inklusive 0 und die höchste Stufe 255 in dem Fall ist dann 10 km/h. Also Pi mal Daumen, es wird ein bisschen schneller sein, vielleicht ein bisschen langsamer, wird man immer im Test sehen. Ja, und der Roboter selbst soll mich beim Einkaufen begleiten, heißt, ich nehme ihn mit, er folgt mir, er soll dabei Fahrdaten sammeln, ich weiß nicht, ob ihr meinen Stream heute Morgen gesehen habt, zum Ampelvideo mit Python, wird auch nochmal auf YouTube hochgeladen, wahrscheinlich sogar vor diesem Video hier. Daran habt ihr am Raspberry Pi, den ich als Rechenzentrale quasi nutze, zwei USB-Sticks gesehen. Der eine ist als Cloud-Server für mich gedacht, wo ich dann persönliche Daten vom Roboter rausschieben kann,
ganz blöd gesagt, zum Beispiel Musik, die abspielen können soll oder irgendwas, das eigentlich keine weitere großartige Bedeutung hat, sondern mehr so ein bisschen Spielkram. Und der zweite Stick dient tatsächlich als Serverplattform, mehr oder weniger, so grob gesagt, für den Datenaustausch mit meinem Standrechner. Denn auf dem Standrechner trainiere ich zum Schluss den Roboter. Das Ganze läuft über verschiedene neuronale Netze, je nachdem, was denn gerade trainiert werden soll. Ist das auch unterschiedlich aufgebaut, ist auch noch ein bisschen in Entwicklung. Da ich momentan keine Fahrdaten ansammeln kann, ist auch das Testen nicht ganz so einfach. Der springende Punkt ist aber, dass ich dann auf dem zweiten Stick halt diese Daten sammle vom Folgen. Wenn er mir jetzt zum Einkaufen folgt, angenommen, er orientiert sich an meinem Bluetooth-Signal und an meinem WLAN-Signal. Oder, naja, eigentlich kann ich, bräuchte ich nur eine Sache machen. Und dann folgt er mir. Dann müsste ich mich natürlich noch triangulieren können, grob zumindest. Aber das müsste man eigentlich ganz gut hinkriegen, indem man sein eigenes Fahrverhalten als Basis nimmt. Er hat eine räumliche Größe. Er hat eine Geschwindigkeit, die er auch selber feststellen können müsste. Und sonst werde ich mich halt darauf vorher fokussieren. Und er kann nach vorne schauen durch einen Ultraschallsensor und durch eine Kamera. Hieße, wenn er in eine Richtung fährt und ich stehen bleibe, würde er über die Strecke, die er fährt, angenommen er fährt gerade, dann würde er auf dieser Geraden ja mehrere Punkte haben, zu denen er dann die Entfernung zu meinem Endgerät, also meinem Handy mit dem Bluetooth, messen kann. Und dann kann er die Signalstärke entweder messen oder er kann die Geschwindigkeit messen, mit der eine Antwort zurückkommt. Irgendwas in der Richtung, da werde ich schon eine Lösung finden. Die werde ich euch auch zeigen. Und dann kann er daran bestimmen, wie weit ich entfernt bin und in welcher Richtung ich stehe. Eine relativ einfache Sache. Der Nachteil ist natürlich, er kann das nicht aus dem Stehen, er muss in Bewegung sein. Denn wenn er nicht in Bewegung ist, dann hilft es ihm nicht weiter. Dann könnte er nur sagen, wie weit ich hier weg bin, aber nicht in welche Richtung. Ja, somit sind das die Basisdaten zum autonomen Fahren. Ich bin mal gucken, ob ich es vielleicht hinkriege, mit Hilfe des Ultraschallsensors und der Kamera, vielleicht nur mit den beiden tatsächlich eine Orientierung aufzubauen, zuzüglich zu einem eigenen Ortungsgedächtnis quasi, dass er sich merken kann, wo er eigentlich war, dass er sich anhand dieser Kriterien räumlich orientieren kann und vielleicht auch eine dritte Person, nämlich mich, denn findet und ihr folgen kann. Das wird sehr, sehr spannend sein. Ich habe auf jeden Fall es hinbekommen, was also echt keine große Herausforderung war. Es gibt es im Raspberry Pi Handbuch. Auf jeden Fall kann ich über den Raspberry Pi Videos drehen und dann kann ich euch diese Videos auch gerne mal ausschnittweise zeigen. Mal gucken, wie das dann aussieht. Also ich muss natürlich die Privatsphäre von anderen Menschen respektieren, wenn ich mit dem Ding durch die Gegend gucke. Auch gerade, wenn es dann tatsächlich unter Menschen geht, auf dem Weg bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit, hier bei mir um die Ecke, muss ich durch einen Park durch. Und dieser Park, da ist natürlich menschliches Leben vorhanden. Ergo, ich muss da aufpassen, was ich aufnehme. Und vor allem, was ich dann auch öffentlich zeige. Ja, neben den Klassiker jetzt mit autonomem Fahren soll er auch eine Sprachsteuerung bekommen. Ich habe da den Lautsprecher schon ein paar Mal getestet. Ich glaube, dass der Lautsprecher, den ich habe, nicht stark genug dafür ist, jedenfalls nicht, um eigenständige Töne von sich zu geben. Also muss ich eventuell auf ein drittes Gerät ausweichen, weil ich mir erstmal keinen neuen Lautsprecher kaufen will. Für den Anfang jedenfalls. Und dann bekommt er entweder so eine kleine Box, die er per AUX-Kabel hat, also per Klinkenstecker, die ihr dann ansteuern kann. Das Ganze ist ganz leicht im Raspberry Pi einstellbar. Unter den Raspberry Config könnt ihr das einstellen. Oder ihr nutzt vielleicht auch das Handy als Endgerät. Ich habe mich da noch nicht ganz entschieden. Ihr könnt ja sonst gerne eure Vorschläge mal in die Kommentare schreiben. Momentan tendiere ich tatsächlich dazu, dass er denn eigentlich seinen eigenen Lautsprecher bekommt. Das ist schon meine Wunschvorstellung.
wenn man einen eigenen Lautsprecher hat, dann ist man auf das Handy nicht mehr ganz so stark angewiesen. Und ich möchte, dass die Interaktion zum Roboter so natürlich wie möglich rüberkommt, ohne dass der Roboter dabei als Mensch oder als humanoides Lebewesen wahrgenommen wird. Das ist nicht mein Ziel. Roboter sind keine Menschen. Ich finde humanoide Roboter cool, keine Frage. Sehr beeindruckend. Und wenn ich mir überlege, was die machen könnten, habe ich auch meinen gesunden Respekt davor. Aber der große Punkt für mich ist, es soll harmlos wirken. Jeder soll mit dem Design irgendwie was anfangen können, zum Beispiel mit dem Thema Roboter verbunden werden können. Aber es soll keine Angst machen. Ich glaube, ein humanoides Design könnte bei dem einen oder anderen dann doch mehr Angst als Euphorie auslösen. Und jetzt für den Anfang ist natürlich so ein Kasten viel leichter zu konstruieren und auch viel kostengünstiger. Ja, jetzt gerade sehen wir auch nochmal im Aufbauvideo selbst, wir sind immer noch an der Innenauskleidung der oberen Platte, wie dort das Loch für den Lagerraum ausgeschnitten wird. Das heißt, hier wird auch eine Luke oben auf dem Roboter sein. Das hat er, weil er ein Kasten ist, quasi eine ebene Fläche oben. Und ein großes Loch wird jetzt reingeschnitten, das gerade entsteht, durch das man in den Bauch des Roboters kommt, wo man dann auch zum Beispiel Getränkeflaschen abstellen kann. Die habe ich auch getestet, da passen 2 Liter Flaschen rein. 2 Stück nebeneinander und es ist sogar immer noch etwas Platz da, also vielleicht noch ein Tetrapack dazu. Und die kleinere Öffnung ist dann halt für ein Display, auf dem man dann von oben rauf gucken kann. Das ist auch ein Touch-Display, dann kann man den auch direkt anfassen und so auch mit dem Roboter interagieren. Unter der Voraussetzung natürlich, dass der Roboter angeschaltet ist. Ja, zurück zum Roboter an sich. Er ist jetzt in der Entwicklungsphase, ich glaube, ich bin jetzt im 6. Monat mit dabei. Habe daran unregelmäßig, aber hin und wieder gearbeitet, quasi als Corona-Hobby. Und dafür auch meiner Meinung nach zufriedenstellend bin ich ich bin auch durchaus zufriedenstellend vorangekommen. Ich habe mein Gehäuse, das funktionstüchtig ist. Ich benutze es als Regal, also kann ich davon ausgehen, dass es schon irgendwie funktioniert. Dann habe ich mein Raspberry Pi, der schon einigermaßen vorangeschritten ist. Natürlich, mein Raspberry Pi an sich ist ein fertiges Produkt. Ich meine auch eher die Software da drauf, die läuft. Ich habe ein Arduino, der unten für die Motorsteuerung zuständig sein wird. Da mache ich mich die Tage tatsächlich dran, um den ein bisschen besser zu programmieren. Angefangen hatte ich schon mal mit ein paar kleineren Übungen, einfach nur um das Ganze kennenzulernen. Und dann halt noch das Getriebe. Ich nenne es immer ganz gerne Getriebe, aber eigentlich ist es das Fahrgestell, wo dann die Autobatterie drin sitzt, wo das Getriebe, also ein echtes Getriebe drin sitzt, die Gewindestange, die die beiden Hinterachsen miteinander verbindet und über die Hinterachse erfolgt dann auch der Antrieb. Also ich habe Heckantrieb für den Roboter und die beiden Vorderräder sind über einen Servomotor lenkbar, so dass er dann auch halt darüber steuern kann. Mein Ziel ist es, dass ich Ende des Monats, vielleicht auch Anfang des nächsten Monats, da was Fahrbares vorweisen kann, also auch für euch. Das heißt, bis dahin werde ich alle Gehäusebaustreams gemacht haben, auch hochgeladen haben auf YouTube. Und ich werde bis dahin hoffentlich auch meinen Gewerbeschein haben, sodass ich dann nochmal in den Baumarkt hüpfen kann, um ein paar Sachen zu besorgen, die ich noch für mein Getriebe brauche, um das auch fertigzustellen. Und dann ist es nur noch reine Programmieraufgabe, ein bisschen Elektrotechnik. Das zusammenzubauen ist aber nicht, also die Elektronik zusammenzustecken, ist nicht so das große Problem. Tatsächlich ist es mehr so die Software, weil es auch teilweise an Quellen mangelt, wie man etwas umsetzen kann und ich dann doch ziemlich viel ausprobieren muss. Macht auch riesig Spaß, muss ich dazu am Rande sagen. Und dauert halt noch seine Zeit. Ja. Der Fortschritt oben jetzt ist tatsächlich schon einigermaßen erkennbar. Ich glaube, ich bin jetzt an der 4. Seite. Ich habe da gar nicht so genau drauf geachtet. Sollte aber die 4. Seite sein. Und ich scheine am Überlegen zu sein. Ja, dann geht es jetzt schon ein bisschen mit an das Displayfenster. Ich könnte schwören, ich hätte vorhin schon mal gesehen, wie ich daran geschnitten hätte. Aber naja, ich lasse mich auch hier gerne nochmal überraschen. Das ist
für mich eine Art Reise in die Vergangenheit, wo ich nochmal ein bisschen die Grundzüge von meinem Roboter sehen kann. Da ich mir auch den Mund fusse, wie ich rede, in meinem Stream, werde ich jetzt mir einfach ganz kurz eine Flasche zu trinken holen. Ich weiß, das ist nicht der gute Ton unter den ganzen Streamern, aber ich bin ja auch kein großer Let's Player oder sonst irgendwas, sondern ich zeige hier nur so ein bisschen mein Hobby und hoffe, dass es vielleicht dem einen oder anderen gefällt und dass er sich dadurch inspiriert fühlt. Ja, Wasser, wunderschön. Dann stelle ich meine Wasserflasche mal zur Seite. Es könnte durchaus vorkommen, dass ich noch mal ein, zwei Schlucke trinken werde. Immer habe ich noch knapp eine Stunde 13 nach. Solange läuft das Video noch. Die Ausschnitte werden wohl nicht das letzte sein. Ich gehe mal wirklich stark davon aus, dass das Teil dann noch festgeleimt wird. Und dass die anderen, dass die Stützstreben für die Kanten angefertigt werden. Und dann soll das obere Teil für heute durch sein. Mal gucken, ob wenn ich das nächste Mal streame, vielleicht morgen. Von morgen ist. Nee, morgen habe ich viel zu tun. Also wer sich das heute noch ansieht, beziehungsweise morgen wird es wahrscheinlich erst auf YouTube zur Verfügung sein. Ich werde also Freitag nicht streamen, sehr wahrscheinlich nicht. Aber dann kommende Woche, unter der Woche wahrscheinlich, dann irgendwann von Montag bis Freitag. Und von der Uhrzeit her bin ich da sehr flexibel. Also werde ich mal sehen, wie das dann da aussieht. Ja. Das erste Stück von der oberen Platte ist schon mal draußen. Wir sehen es auf der zweiten Kommode, die etwas weiter Richtung Regal steht. Das zweite Stück, der fehlt jetzt nur noch die eine Seite. Dann waren wir vorhin noch bei der dritten und nicht bei der vierten. Und sobald das draußen ist, dann klappt das auch ganz gut. Ich hatte mich in einem Stream vorher einmal verletzt. Also ich habe den Daumen geschnitten, nichts Dramatisches natürlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt hier sich nochmal wiederholt hat, denn in meinen Handschuhen sind mehrere Schnitte drin. Habe ich gestern erst gesehen. Und wenn da also mal ein Ausrutscher kommt, braucht ihr keine Sorgen machen, Blut ist nicht zu sehen. Tote Verstümmelung natürlich auch nicht. Aber es könnte durchaus sein, dass man kurz mal irgendwas Unangenehmes sehen könnte. Oder erahnen. Sagen wir eher erahnen. Das trifft es besser. Gut, dann haben wir da auch schon relativ große Fortschritte gemacht. Dieser der Barcode, der da noch klebt, der klebt tatsächlich auch immer noch da dran, aber der ist auf der Rückseite. Und ich gucke mal ganz kurz ins Gehäuse rein. Ich glaube, dass ich den zugeklebt habe. Nein, den habe ich tatsächlich nicht zugeklebt. Der ist bei mir unten auf der Unterseite noch zu sehen. Hätte ich wohl vorher mal drauf achten sollen. Aber der Roboter wird sowieso noch angemalt. Also die ersten Flächen habt ihr gesehen, ganz am Anfang, als ich sie rübergereicht habe. Unten rechts unter die Kamera habe ich sie hingestellt. Und wenn ihr Ideen habt, wie oder was da so drauf gemalt werden könnte aus dem Roboter, dann gerne raus. Aus dem Freundeskreis kamen auch schon ein paar Vorschläge. Einer zum Beispiel, dass man da Wackelaugen draufkleben könnte, vorne. Ein niedliches Lächeln und dann damit versuchen, so ein bisschen freundlicher rüberzukommen. Mein Favorit aktuell ist, dass ich ihn mit einem, also dass ich meinen Anzug aufmale, dass er aussieht wie ein Butler. Ich fände die Idee sehr witzig. Und auf der Rückseite dann Werbung für mich draufstehen habe, das würde ich auch ganz cool finden. So als kleinen Marketing-Gag. Da ich den ja sowieso überall mit hinnehmen möchte, oder zumindest die meiste Zeit. Jetzt gerade draußen fängt es an zu gewittern, also bei dem Wetter würde ich ihn nicht mehr nehmen, da das Ding noch nicht regenfest ist. Aber auf jeden Fall soll er schon was fürs Auge sein. Auch ein kleiner Hingucker. Die große Frage ist natürlich auch, ob das Holz noch als solches erkennbar sein soll, ob man denn auch richtig schön sehen können soll, dass er zum größten Teil aus Holz besteht. Auch bei den weiteren Bauteilen, also unten beim Fahrgestell, ist mein Baustoff Holz. Die Getriebestange ist nicht aus Holz, die Elektronik ist natürlich nicht aus Holz und die Räder sind tatsächlich auch nicht aus Holz. Ich habe Hartgummiräder mit Kugellager. Aber der Rest, nein, ja, das Getriebe ist auch nicht aus Holz. Also die Zahnräder da drinnen nicht. Aber
beim Rest tatsächlich, ja, das ist Holz. Man kann schon fast als nachhaltigen Roboter verkaufen. Oder zumindest präsentieren. Verkaufen will ich ihn nicht. Ja, im Bau jetzt sehen wir dann noch einmal kurz die letzten Schritte. Jedes Mal, nachdem ich mit der Platte fertig geworden bin, habe ich natürlich erstmal die Kanten vorgeschliffen, um dann zu vermeiden, dass sich da Splitter oder sowas direkt ablösen. Denn in die greife ich ungern rein. Und anschließend wird der ganze Staub unten in die Ritze gekippt, wo ich dann später raussaugen konnte. Auch ein sehr schöner Vorteil von den beiden Kommoden. Mein improvisierter Arbeitsplatz. Im Januar war ich noch Student und da habe ich noch im WG-Zimmer gewohnt und das macht schon einen gewissen Unterschied aus. Da durfte man sich etwas mehr überlegen, wie was irgendwie passen könnte. Und jetzt sehen wir langsam auch die nächsten Schritte, die etwas spannenderen Schritte. Nämlich die Auskleidung wird jetzt noch aus Außenteil angepasst, per Augenmaß ein bisschen draufgelegt, gleich noch mit den Kanthölzern hoffentlich ein bisschen abgemessen. Obwohl, wenn auch nicht, ist nicht so schlimm, denn ich weiß, es passt im Nachhinein. Und dann langsam auch befestigt. Auf den Teil freue ich mich tatsächlich auch gerade am meisten für dieses Video. Ich bin aber gespannt, wie lange das denn unterm Strich dauern wird, denn das Ausschneiden ging jetzt erstaunlich schnell. Ich weiß gar nicht, ob man den Regen im Hintergrund hören kann. Ich hoffe, das übertönt mein Sprechen nicht. Der ist doch relativ laut und auch zwischendurch ist immer wie so ein Donnergrund zu hören. Er hält uns hoffentlich nicht davon ab. Ja. Da war es gerade. Und das Donnergrün. Dann mal einen Schluck für mich. Beim Bau, sowohl bei der oberen Platte als auch bei den anderen Stücken, muss ich sagen, hat mir besonders gut gefallen, mal was mit den Händen zu schaffen. Ich habe vorher was Kaufmännisches gelernt und dann, wie man so kennt, als junger Mensch, hat sich in der Schule gesessen oder in der Uni irgendwo oder jetzt in Corona-Zeiten halt in eigenen Wohnung und sowas macht während der Vorlesungen. Ja, aber der handwerkliche Aspekt, zumindest im beruflichen, kam relativ kurz. Ein bisschen Freizeit, wie sie natürlich immer, und das sieht gefährlich aus für den Daumen, aber das wird schon. Ich vertraue mir. Ich weiß, wie die Zukunft sein wird von dem armen Schlucker, der auf dem Bild ist. Das sieht auch gut aus. Wahrscheinlich habe ich dann so ein bisschen quer geschnitten, also wirklich schief geschnitten mit der Astsäge, war das manchmal ein bisschen tricky, gerade zu sein. Aber mit ein bisschen Nachschleifen mit dem Cuttermesser lief das ganz gut. Auch jetzt noch, wenn irgendwas nachgebessert werden muss mit dem Cuttermesser und mit dem Schleifpapier, kann man eigentlich alles wieder rausholen, was man vorher so ein bisschen schief gemacht hat. Nachteil ist natürlich, wenn man schon zu viel rausgeschnitten hat, dann ist es schwierig, das besser zu machen, indem man noch mehr wegschneidet. Aber da ich meistens zu viel stehen hatte, hat sich das Problem nicht wirklich ergeben bisher. Auch bei den anderen Klappen, also ich habe mal eine Frontluke, ich habe unten zwei Luken fürs Fahrgestell, eine Technikluke, die man jetzt hier nicht im Bild sieht, da ging das bisher auch wunderbar durch. Und jetzt kommen wir in den spannenden Teil. Jetzt soll nämlich das Inlay nochmal angepasst werden. Und dafür wird jetzt erstmal geguckt, wo sitzt eigentlich dieser Stock drauf. Und damit es mit dem Stock auch wunderbar passt, wird natürlich die Breite des Stockes, also das Kantholz, ist weggeschnitten. Und tatsächlich, ich schneide es weg. Ja, das mache ich dann auf allen vier Seiten. Und dann habe ich eigentlich die Abmessungen, die ich brauche, um ohne großartiges Zeichnen, Messen oder Ausrechnen. Das ist hier wirklich, also dieser Roboter ist mehr oder weniger wirklich nur im Augenmaß entstanden. Ich habe am Anfang mir mal eine Zeichnung angefertigt mit Maßen und habe mich dann gleich beim ersten Stück verschnitten um 3 mm. Ja, um 3 mm insgesamt. Und musste dann alles ein bisschen improvisieren und improvisieren.
Aber es funktionierte dennoch irgendwie. Also man kann da auch ganz, ganz toll was machen, ohne dass man großartig vorher was planen muss. Natürlich wird es dann nicht so ein R2-D2, wie man aus Star Wars kennt oder irgendwas anderes, hochgerätiges, richtig geiles, sondern halt mehr so ein absoluter Bastelapparat. Aber dafür ist es relativ einfach, einen herzustellen. Nun gut, die eine Seite wurde jetzt nachgeschliffen. Ich bin mal gespannt, ob das bei den anderen auch nochmal folgt. Ich hoffe ja ein bisschen, dass das nicht so ist. Denn mich nur schneiden zu sehen, also nur sägen, stell mir vor, dass auf Dauer etwas langweilig ist. Obwohl es mir auch gefällt, ich könnte mich auch stumm hinsetzen und mir das Ganze nochmal ansehen. Vielleicht nicht die ganzen 20 Stunden, aber die letzten Folgen auf jeden Fall, die auch noch vor euch kommen werden. Und jetzt erzähle ich euch immer so schön von den letzten beiden Folgen, was spannend wird. Dann zeige ich es euch noch nicht, aber kommt auch noch auf jeden Fall. Ja, den Verschnitt, den ich habe, den schleife ich tatsächlich auch meistens nochmal, wie man hier jetzt gerade im Bild sieht. Denn fliegt zum einen, ich habe das ja bei mir im WG-Zimmer gemacht, da fliegt nicht überall Holzstaub durch die Gegend und die Splitter sammeln sich auch nicht überall an. Wenn ich das später nochmal anfasse, dann habe ich auch nicht sofort den Splitter in der Hand oder es bricht irgendwas ab, sondern es ist schon vorher ein bisschen vernünftig gemacht worden. Und ich habe die Teile zum Teil auch wiederverwendet, die ich da als Verschnitt hatte. Zum Beispiel, um irgendwas da drin zu stabilisieren oder zum Messen tatsächlich auch, um gerade Striche zu ziehen. Also ich so eine Holzplatte gekauft habe und sie hat eine gerade Kante und ich habe ein Stück der Kante irgendwie rausgeschnitten. Dann hast du natürlich eine gerade Seite und die kann man auch super nutzen, um gerade Striche einfach zu ziehen. Also wirklich so richtig Pi mal Daumen. Ohne große Technik, ohne großes Rumgefummel. Einfach ganz plump. Ja. Bei der oberen Platte sehen wir jetzt gerade, dass es eigentlich schon ganz schön passt. Also man sieht beim Drauflegen jetzt schon einmal, dass die Luke, also die obere Luke, die größere, ganz schön übereinstimmt. Da soll der innere Rand auch bleiben. Darauf fliegt nämlich dann später die Klappe, also die tatsächliche Luke auf. Und was jetzt hier nochmal als Fehler auftauchen könnte, ist, dass ich Platz gelassen habe beim Display. Na, ich habe gerade irgendwas gehört. Da habe ich mich wohl verhört. Mein Display sieht jetzt ja auch im Bild mit drin und da musste ich, also wenn es nicht direkt übereinstimmt, dann muss ich da halt nachkürzen. Und das ist dann eine eklige, kleinteilige Aufgabe. Und scheint hier der Fall gewesen zu sein. Ich habe mich da nur ein bisschen zu viel verschätzt. Heißt natürlich, da zum Glück mehr dran war und das eigentlich nur weg sollte, muss das wohl noch korrigiert werden. Und da überlege ich mir, oder habe ich mir natürlich verschiedene Möglichkeiten immer durch den Kopf gehen lassen und eigentlich mal so, was ist überhaupt möglich? Was dauert jetzt nicht Ewigkeiten? Und dann doch für eigentlich die einfachste Variante entschieden, nämlich mit dem Cuttermesser alles zu richten. Und dann wird er Stück für Stück rausgeschnitten. Das erklärt dann auch, warum das Video tatsächlich anderthalb Stunden geht und nicht nur so 40 Minuten. Denn mal eben jetzt die Kartenhölzer zurechtzuschneiden, das ist nicht viel Arbeit. Oder die Platte jetzt rauszuschneiden, haben wir gesehen, das ist knapp eine halbe Stunde, das ist also machbar. Aber das ist auch sehr entspannt, ich mache mir da ja absolut keinen Stress, wie ihr sehen könnt. Sondern geht das einfach wirklich so als Freizeithobby an, wie andere denn ganz entspannt schwimmen gehen zur Entspannung, Tennis spielen oder Netflix gucken. Und jetzt gerade beim weiteren Rausschneiden, ich setze so kleine Striche oder ich habe kleine Striche gesetzt und schneide jetzt nochmal ein Stückchen nach. Da ist praktisch, dass mein Sägeblatt auf beiden Seiten scharf ist und ich auf beiden Seiten sägen kann
Und ich kann dann auch wunderbar, ich stelle ein Stück da rein, damit ich weiß, wie weit ich eigentlich nochmal kürzen muss. Und kann dann darüber den Rest einfach ein bisschen weiter rauskürzen. Dann schneide ich mir quasi einen Keil raus, werdet ihr gleich sehen. Und über diesen Keil kann ich dann auch die längere Linie von einem Eckpunkt zum anderen nochmal nachschneiden. Und da setze ich das dann zum Keil. Ich habe festgestellt, das ist vielleicht etwas zu knapp. Das braucht einen relativ langen Weg, damit ich anschließend mit dem Sägeblatt auch ein bisschen wieder in die gerade Linie komme. Und das war tatsächlich so kleinteilige Feinarbeit. Aber das geht. Es braucht einen kleinen Moment, aber es geht. Ich bin mir sicher, mit dem einen oder anderen Werkzeug wäre das auch schneller gegangen. Aber so habe ich auf jeden Fall auch eine schöne Beschäftigung gehabt. Und da ist der Keil fast fertig. Der wird dann einfach rausgeschnitten. Und dann passt das. Ja, wunderbar. Dann ist das jetzt schon fast soweit. Schwimmen mit dem Cuttermesser nochmal nach, in Hoffnung, dass es dann auch ganz gut klappt. Dann will ich mal gucken, ob man mich selber nochmal ganz gut hört. Ich habe hin und wieder mal frühe Tonprobleme gehabt. Die sind seit der längeren Zeit weg. Und deswegen bin ich auch ganz kurz mal leise und höre meine eigene Stimme nochmal. Wenn das ein kurzes Lied. Kann sich nur noch um Minuten handeln. Ah, es lädt noch. Gut, dann rede ich erstmal weiter und. Ja, doch, man versteht mich ganz gut. Dann mache ich diesen Player auch mal wieder zu. Denn ich brauche das ganze Video nicht zweimal sehen und ich brauche mich auch erst recht nicht als Echo nochmal im Nachhinein hören. Player verbergen. Also man kann mir bequem dabei weiter zusehen und so ein bisschen bei den Roboter schwadronieren, wie er dann langsam entsteht. Und hier kann man dann auch schön sehen, nach dem Keil, der ausgeschnitten wurde, entferne ich jetzt Stück für Stück die weiteren überstehenden Holzstücke und kann dann auch schön einfach weiter ansetzen und schneiden. Also eine von den Seiten ist gleich geschafft. Ich glaube, dass ich alle vier Seiten nachkürzen musste. Werden wir sehen, es rennt ja nicht weg. In Anbetracht der Zeit würde ich mal wirklich vermuten, dass es alle vier Seiten sind. Hat sich aber auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ich habe das vor einer Woche, vor anderthalb Wochen nochmal nachgeschliffen und das Display eingesetzt. Also das Projekt ruhte tatsächlich so drei, vier, gar nicht so lange eigentlich. So zwei, drei Wochen zumindest die Hülle ruhte eine Weile, weil ich dann an der Software gesessen habe, die ich übrigens komplett selbst schreibe, in vielen Teilen. Manchmal gerade helfe ich auch auf bestehende Dinge zurück. Einfach um es mir tatsächlich am Anfang etwas einfacher zu machen. Die Schönheit im Programmiercode kommt später. Am Anfang, also zuerst wollte ich das Produkt mehr oder weniger perfekt machen, also mein Roboter mehr oder weniger perfekt machen für das, was er denn ist. Von dem her habe ich mittlerweile Abstand genommen. Ich möchte ihn erstmal zum Laufen bekommen und dann wird er stetig weiter verbessert. Und wie er dann sich so schlägt, in seiner unperfekten Art und Weise, das könnt ihr dann hier auf Twitch mitverfolgen, ihr könnt es auf YouTube euch ansehen. Oder tatsächlich hat er auch einen eigenen Instagram-Kanal, den ich hier aber noch nirgendwo verlinke. Das dient nur so als kleine Vorankündigung, der kommt nämlich später. Ich will da drauf mal, oder ich werde, sobald das Ding fährt, versuchen, Marketingpartner zu gewinnen und plane da so zwei, drei kleine Aktionen in der Öffentlichkeit. Und bin mal gespannt auf Reaktion. Und wie das Ganze denn abgelaufen ist, das werdet ihr dann sehen, direkt aus der Perspektive von Bob, vom Roboter, wie er sich denn schlägt. Und jetzt an der zweiten Seite scheint es mit dem Keil nicht mehr ganz so einfach zu sein. Schöne Gewichtsbeschwerung mit dazu. Und dann wird der Keil da nochmal etwas gröber geschnitten, um auch da das Stück Holz rauszubekommen.
An sich eine wunderbare, einfache Lösung. Ja, dann lassen wir mal einen Moment weiterschneiden. Also mich selbst. Dann sollte das ja wunderbar funktionieren. Und ja, lass uns mal laufen. Bei den anderen Gehäusebau-Videos habe ich ähnlich viel Motivation, habe ich bisher geringe Zuschauerzahlen erlebt. Das vermute ich auch für die weiterfolgenden. Denn gerade über die Dauer ist das nicht immer eine spannende Beschäftigung. Aber wenn ihr es gerne spannender haben wollt, dürft ihr natürlich gerne Vorschläge machen und dann einfach mal sagen, was ihr euch wünscht, was euch durch den Kopf geht, was euch vielleicht noch fehlt. Ich hatte mal meine Elektronikbauteile unter anderem vorgestellt. Ich habe heute einen Stream gemacht, der wohl auch etwas besser angekommen ist mit einer Ampelschaltung. Kann ich im Zweifel einfach mal kurz mal zeigen. Für die, die es hier auch noch an der Stelle durchhalten, meinen großen Respekt dafür. Jetzt muss ich nur noch mal kurz etwas finden, wo ich mal meine Kamera draufstellen kann. Wir machen das einfach. Ich mache das einfach mit der Hand. Und dann hier die Webcam schalten wir dann einfach mal an. Und da rechts, das ist mein Standrechner, hier sieht man den Raspberry Pi. Und die Ampelschaltung, die ich heute im Stream gebastelt habe, einfach auch ein bisschen Elektronikwissen nochmal weiterzugeben. Es ist zwar, oder man kennt es auch aus der Schule, dass man mal was selber bastelt. Und ich finde die Idee auch wirklich cool. Ich habe das in der Schule, glaube ich, nicht so stark gemacht, also nicht so aktiv. Und freue mich jetzt später daran. Ist ja schon, ich denke, das sollte für eine Ampelschaltung auch genug gewesen sein, zu zeigen. Ich müsste mir vor beim Raspberry Pi anmelden, um das Ding nochmal laufen zu lassen. Da ich gerade nicht angemeldet bin, belasse ich es uns erstmal mit dabei. Aber ihr habt es vielleicht gesehen, die hat einen Knopf, einen Lautsprecher und halt drei verschiedene LEDs. Einen Rot, Gelb und Grün. Und beim Knopfdruck, also die Ampel steht standardgemäß auf Rot. Wenn man den Knopf drückt, dann springt sie um auf Rot-Gelb, dann auf Grün, von Grün auf Gelb und dann wieder auf Rot. Und wenn sie auf Grün rausspringt, macht der Lautsprecher ein Klackgeräusch. Und wenn der dann von Grün auf Gelb springt, gibt es nochmal ein Klackgeräusch. Einfach um zu demonstrieren, jetzt kannst du über die Straße gehen und jetzt solltest du es besser sein lassen. Eigentlich eine ganz einfache, aber schöne Übung für zwischendurch. Und im Bau selbst komme ich auch schon mal Stück für Stück vorwärts. Also man sieht das ganz gut daran, dass die beiden langen Seiten jetzt fertig sind und dann muss nur noch die kurze Seite gemacht werden. Und dann sollte das auch soweit ganz gut gehen. Also bin ich da relativ optimistisch, dass das auch jetzt zeitnah klappt. Denn ich will eigentlich den anderen Teil sehen, wo zusammengebaut wird. Der spannendste von allen. Ich werde jetzt auch etwas tun, das für Streams relativ unüblich ist. Ich mache mal ganz kurz mein Fenster auf. Weil es also der warm hier drin ist. Und da haben wir Hintergrundkulisse. Ja, ich sitze hier. Wir haben Anfang Juni, 27 Grad im Zimmer, stehende Luft. Und gleich, wenn der Regenschauer vorbei ist, werde ich auf jeden Fall auch nochmal rausgehen. Um einfach mal noch ein bisschen kühlere Frischluft abzubekommen über den Tag. Ja, ich würde mal sagen, dann haben wir es fast geschafft mit dem oberen Stück. Es scheint ja zumindest drei Seiten fertig zu sein. Drei Seiten, von denen ich was mitbekommen habe. Mit etwas Glück auch schon die vierte. Dieses Pressholz, das ich da benutzt habe für die Innenauskleidung, das hätte ich mal für die Außenseite nehmen sollen.
Aber davon hatten sie leider nicht mehr so viel, als ich dann im Baumarkt war. Und das lässt sich viel besser verarbeiten als dieses Pappholz, was ich mitbekommen habe. Abgesehen davon war es sogar günstiger. Ja, und da sehen wir jetzt, dass die vierte Seite tatsächlich einmal angeschnitten wird und die Ecken nochmal ein bisschen bearbeitet werden. Die Ecken waren auch später beim Nachschleifen nochmal ein echtes Problem. Da ich jedenfalls noch schwer rangekommen bin und mit meinen Werkzeugen, ich habe halt dieses Schleifpapier da und ein Cuttermesser, hat es einen Moment gedauert, bis es ganz gut funktioniert hat. Ah, ich höre, das Gewitter zieht weiter weg. Das ist schön, dann sollte er zum Ende des Streams wieder die Möglichkeit bestehen, rauszugehen. Und wir haben jetzt auch ungefähr die Halbzeit erreicht vom Video. Da bin ich mal gespannt. Während das Video jetzt weiterläuft, also ich habe schon viel erzählt, auch in den letzten 6 Streams davor und jetzt beim Bau weiter zuzusehen. Ich frage mich, ob das wirklich zielführend ist, dass ich dann das noch lang und breit kommentieren werde. Weil das auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Vielleicht werde ich das beim nächsten Mal anders machen, dass ich dann tatsächlich nichts weiter mehr dazu sagen werde, sondern die Dinge dann einfach auf YouTube hochlade unter Umständen und dass man sich das dann ansehen kann. Vielleicht bei Video 9 und 10, wenn dann richtig nochmal zusammengebaut wird. Ich muss noch einen Blick reinwerfen, was bei 8 los ist. Da würde ich bei 8 vielleicht dann sogar darauf verzichten, etwas dazu zu sagen. Und stattdessen dann einfach mal gucken, ob ich ein passendes Schneiderprogramm finde, womit ich dann alle Stücke da zusammenschneiden kann, um dann daraus ein so 10 Minuten Video zu machen, wo man den Bau in kurzer Zeit, quasi im Zeitraffer sehen kann. Und vielleicht aber mache ich das auch als kleinen Bildschirm, so wie ich das mit der Kamera oben rechts hatte, und lasse es bei irgendwelchen anderen Sachen mal mitlaufen. Mal sehen. Aber bisher würde ich sagen, ich glaube, ich lasse tatsächlich den Ton weg, solange nichts Spannendes mehr passiert. Ich werde das dann auch nicht direkt streamen, sondern nur bei YouTube hochladen. Als ich mein letztes Schneiderprogramm benutzt habe, das ist tatsächlich nach dem Absturz, ich habe PTV genutzt, das ist nachdem ich meinen Rechner aufgesetzt hatte und geupdatet habe, lief das nicht mehr. Ich weiß leider nicht warum. Ich bin für Linux Mint 20.0 auf Linux Mint 20.1 umgestiegen und PTV hat dann nicht mehr mitgemacht. Aus irgendeinem Grund. Aber für PTV waren die Dateien mit einer Stunde auch schon echt lang und da hat es dann manchmal vorne und hinten so ein bisschen gestoppt. Also ich bin mir unsicher, ob das denn eine gute Idee wäre, nochmal die gleiche Wahl zu treffen mit PT. Vielleicht habt ihr ja noch bessere Ideen, was man nutzen könnte zum Schneiden auf Linux bitte. Ja, auf Windows habe ich noch irgendwo einen Windows-Rechner? Ich glaube nicht, nein. Obwohl doch, ich habe noch einen Laptop, auf dem das sein müsste. Aber der hat nicht so viel Leistung. Den würde ich auch nur ungern da mit beauftragen, weil der auch nicht mal weil er auch gar keinen Lüfter hat. Sonst wird er noch relativ warm. Mein Laptop davor hat den Geist aufgegeben, weil er zu warm wurde über einen zu langen Zeitraum. Und sowas zu rendern, das dauert halt ein paar Tage. Davon gehe ich jedenfalls aus, dass das eine Weile dauern wird. Auf einem leistungsschwachen Laptop. Gut, wir sehen, das Loch für den Display ist fertig. Wir beschäftigen uns jetzt also mit den Kanten und machen Markierungen auf den Kanthölzern. Die Kanthölzer, jetzt spanne ich einmal in den Kasten rein. Dafür muss ich mich ein bisschen bewegen. Da steht links neben meinem zweiten Bildschirm. Die Kanthölzer gehen nicht bis an die Ecken ran, sondern lassen an die Ecken Platz, damit von unten dann nochmal Hölzer nachgeschoben werden, also senkrechte, die Außenseiten zusammenhalten und festhalten.
um die dann nochmal oben extra zu befestigen. Dann habe ich eine direkte Verbindung von der oberen Platte mit den senkrechten Kanthölzern. Dann habe ich auch, also dadurch eine gewisse Festigkeit, weil ich die senkrechten Kanthölzer ja mit den vier Seiten verbinde und tatsächlich später auch mit dem Getriebe, mit dem Fahrgestell. Also das ist eigentlich das Ding, das alles zusammenhält. Und an den anderen beiden Schrägen, die kommen natürlich auch zum Einsatz, die jetzt da noch gleich anmontiert werden. An dem befestige ich die einzelnen Seiten auch nochmal, die dann halt entsprechend da liegen, so dass ich im Gesamten relativ gut aufgestellt bin. Die werden erst geleimt und dann werden sie verschraubt mit 12 mm Spatzschrauben. Und dann hält das auch ganz gut. Hier sehen wir auch nochmal die Handarbeit eigentlich beim Abmessen mit Augenmaß. Es wird geguckt, wie lang das Holz ist, wo ich mich verschnitten habe. Hätte ich mir vor einen Plan gemacht und ich hätte mich verschnitten währenddessen, wäre es vielleicht ein bisschen unpraktisch geworden. Gerade weil ich mich auch verschnitten habe am Anfang. So ist das Augenmaß, zumindest das jetzt meine Fehler vom Anfang, was ein bisschen gerettet hat. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, so dass nicht unbedingt... Ja, so dass man eigentlich nichts mehr rausbekommt oder ein neues Material braucht. War bei mir zum Glück noch nicht der Fall. Kommt vielleicht mal. Lass uns überraschen, ihr werdet das schon sehen. Das habe ich in der Hand gerade, so eine tolle Verpackung von einem Steckboard. Ich glaube, die kann weg. Das Steckboard wird jetzt mehr oder weniger ein Dauereinsatz sein. Und da jetzt im Stream gerade nicht viel los ist, nutze ich das zu meinem Vorteil und gucke mir einfach mal die Stream-Plattform ein bisschen an. Also Twitch gucke ich mir etwas genauer an, um das ein bisschen besser kennenzulernen. Ich kann die Stream-Info bearbeiten, ich kann einen Clip erstellen, Kanal raiden, Watch Party starten. Was passiert, wenn ich auf Kanal raiden klicke? Kanäle, denen ich folge, die sind nicht online. Vermute ich einfach mal. Ich habe jetzt ja, also ich stehe noch am Anfang auf meiner Twitch-Karriere, wenn die irgendwann mal überhaupt groß werden sollte, da ich mich mehr mit Technik beschäftigen wollte als mit Twitch. Also Technik, wie ihr sie im Video sieht, das war ja nicht nur mit Kreuzbau, sondern eigentlich Elektrotechnik. Zum Beispiel Roboter bauen, das berufsmäßig, das wäre schon der Hammer. Watch Party starten, was ist denn das? Willkommen bei Watch Partys. Schaue zusammen mit deiner Community Serien und Filme von Prime Video. Das ist sehr interessant. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Nein, ich habe gar keinen Amazon Prime. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei Twitch so sagen darf, weil sie doch relativ stark dafür werben. Twitch gehört ja auch zu Amazon. Aber ich kann an der Stelle gestehen, dass ich tatsächlich gar kein Twitch, dass ich gar kein Amazon Prime habe. Ich habe mir das nicht mal als Student geholt, obwohl es da für mich zeitweise kostenlos wäre. Oder vergünstigt, eins von beiden. Aber der Bedarf stand tatsächlich erstmal nicht an. Ja, die Kanthölzer sind jetzt fertig markiert, zumindest zum Teil. Man sieht auch da, dass ich mal geguckt habe, dass ich die krummsten Stücke eigentlich nutze, damit die geraderen Stücke, die ich dann hatte, dann auch genutzt werden können für die senkrechten Streben. Da waren geradere Stücke wichtiger. Und wenn hier jetzt zwei Seiten waren, die auf jeden Fall schon fertig. Die habe ich am Anfang rübergereicht. Jetzt wird die obere Seite fertig gemacht, dann fehlen eigentlich nur noch die Seiten. Das heißt, im nächsten Video werden wahrscheinlich die Seiten gemacht. Wisst ihr was, ich bin jetzt einfach mal so frei und guck da mal nebenbei rein. Archiv, Projekt Bob. Dann kann ich an dieser Stelle schon mal echt den Hardcore-Leuten unter euch ein bisschen spoilern. Achter Teil.
Da wird eine Seite zurechtgeschnitten. Und geleimt. Die obere Seite wird... Was? Da schon? Die obere Seite wird direkt schon mit der Frontseite verbaut. Die dritte Seite kommt auch schon da dran. Die mittlere Platte wird fertig gemacht. Ah, im achten Teil scheint das wirklich spannender zu werden. Ja, dann ist das hier der letzte langweilige Teil. Gucken wir mal in Teil 9. Teil 9 dauert nicht ganz so lange. Da wird noch eine Seite fertig gemacht, die andere Seite. Sauber gemacht, zurechtgeschnitten, die Rückseite geleimt, die Rückseite fahrlässig falsch gemacht, gereinigt, nur von vorne bearbeitet, die Zwischenstücke werden, ein Zwischenstück wird geschnitten und eingesetzt, die Hauptplatte wird geschnitten. Da wird vorher rumgesessen und nachgedacht von meiner Seite aus. Nochmal die Rückseite bearbeitet. Sehr stark. Und der 10. Teil. Yeah, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber für meine YouTube-Fans, ich kann euch sagen, ich habe sowieso keinen Zuschauer. Also kann ich nebenbei so ein bisschen anderen Schwachsinn machen. Und im 10. Teil wird dann zusammengesetzt, was dann noch da ist. Ja, das sieht doch tatsächlich schon spannender aus. Ja, wunderbar. Im 10. Teil ist es dann wirklich so weit, dass dann alles zusammengesetzt wird. Aber dann ist das schon ab da viel interessanter geworden. Ha, da haue ich die Dinger fast um. Und... Ja, am Ende ist der Roboter quasi, oder zumindest der Teil, den ich bis dahin habe, ist quasi fast fertig. Interessant. Das mache ich mal wieder klein. Das brauche ich jetzt nicht weiter gucken. Und werfe mal lieber einen Blick auf den aktuellen Stand. Teil 7, den wir da jetzt haben. Ich sehe vier Kanthölzer, die wohl fertig zu sein scheinen. Und... Ja, dann kannst du ja da eigentlich weitergehen. Dann mach mal schneller, mein ich. Kann ich hier tatsächlich auch die Wiedergabe beschleunigen? Eigenschaften. Ich kann es endlos live spielen lassen. Das will ich aber nicht. Nein, ich glaube, ich kann es nicht unter OBS schneller machen. Sondern ich lasse es jetzt einfach dann so mal laufen. Wir sind jetzt noch gut 36 Minuten, das halte ich dann auch noch durch und dann widerrufe ich meine Idee von vorhin, dass ich beim nächsten Mal nicht kommentieren werde. Dann werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall noch ein bisschen kommentieren, denn wenn der Zusammenbau startet, dann wird es tatsächlich mal interessant. Aber ich will auch wissen, wie lange das geht. Einmal da auf meine externe Festplatte nachgucken. Wie lang die Videos eigentlich sind. Gucken wir aber mal Video 8 nach. Video 8 braucht eine Stunde 18. Das geht also, das hält sich in Grenzen. Ja, man muss die anderen Videos finden. 9 braucht auch eine Stunde 16. Das ist ja ulkig. Und 10 braucht nur eine Stunde 10. Gut, die nächste wäre also kürzer und interessanter. So wie das sein soll. Dann können wir jetzt hier noch ein bisschen beobachten, wie die obere Seite fertig gemacht wird. Oh, ich strecke mich den beiden Büschen.
zumindest so soll das zum Schluss aussehen. Das Innenleben in der Mitte, die Kanthölzer außenrum und dann ganz wunderbar freiliegend in den Ecken, dass da dann immer noch die Hölzer dran passen, die von außen dran sollen. Also die Hochkanthölzer. Und die werden jetzt Stück für Stück festgemacht. Aber was sehe ich denn da? Das eine Stück war zu kurz. Ja, witzig. Ja, das kann auch mal passieren. Da habe ich dann meinen persönlichen Verschnitt. Aber alles halb so dramatisch. Alles halb so wild. Ich habe noch genug Stücke. Und dann habe ich da einfach ein neues genommen. Hält ja auch. Das ist die Rückseite, für die ich gerade da schneide. Ja, das sieht nicht. Das sieht nicht so schlecht aus in der Fertigfassung. Das ist schon okay. Da kommt eine neue Markierung rein, damit ich diesmal an der richtigen Stelle schneide. Und dann sollte es auch gleich nochmal geschnitten werden mit der Astsäge. Und dann kann das große Leime noch beginnen. Das große zusammensetzen. Ansetzen und kurzerhand durchschneiden. Geht recht fix. Durch ist es, dann habe ich jetzt das fertige Stück da liegen. Und dann werden nochmal die Enden ein bisschen nachgeschliffen. Und währenddessen spiele ich jetzt gerade mit ein paar Widerständen. Muss ich nochmal einsortieren. Und die Stücke sind soweit fertig. Ja, dann wird das nur noch leicht angepuzzelt und dann befestigt. Erst mit Leim und dann mit Schrauben. Und zwischendurch natürlich auch sauber gemacht. Der wichtigste Teil überhaupt. Der Kanadfeger eigentlich ist auch zur Seite. Sieht ja schon sauber aus. Und Holz kommt. Holz kommt? Warum kommt jetzt Holz? Ah, als Unterlage. Ich leime ja jetzt und habe beim Leimen immer die Holzplatten, die im Hintergrund stehen, nochmal als Unterlage genutzt, damit ich nicht aus Versehen auf meinem Kommoden rumleime und dann irgendwie meine obere Seite, die wir jetzt hier sehen, auf der Kommode festklebt. Das wäre unpraktisch geworden. Einmal klebt den Zettel tatsächlich noch dran, den ich untergelegt habe. Da ist ein bisschen Leim drauf gelaufen, aber das war nicht so schlimm. Den konnte man mit Schleifpapier abreißen, ganz schnell unschädlich machen. Dieses wunderschöne Wetter draußen.
Ja, da freue ich mich, dass es jetzt funktioniert. Jetzt sind alle Stücke auch gleich lang, also zumindest lang genug für die Seiten. Und dann wird jetzt nur noch das Endstück reingelegt, um einmal den prüfenden Blick darüber zu lassen, ob das dann auch alles so passt, wie es sein soll. Und sieht soweit auch ganz, ganz vernünftig aus. Ich kann ja schon mal nebenbei meinen Schreibtisch aufräumen. Da ich heute wieder an Elektronik gebastelt habe, sieht das aus wie ein Schlachtfeld. Ich würde es euch ja zeigen, aber das ist schon fast unangenehm. Nein, bei mir liegen einfach nur überall Kabel rum, das ist nicht sehr aufregend. Und ein paar Widerstände. Ich glaube, dass ich die Ampel mal stehen lasse. Die kann ich bestimmt nochmal zum Basteln benutzen. Morgen, vielleicht auch noch heute Abend nochmal. Aber dann nicht mit Publikum, sondern einfach so zum Vergnügen. Hier meine Tüte mit den anderen Widerständen kommt auch noch mit rein. Ich habe über 100 Widerstände hier vor dem Schreibtisch liegen. Und fast genauso viele LEDs. Ah, hier sind die beiden Fotosensoren, die ich gesucht habe. Ich habe mich seit dem letzten Mal auch tatsächlich umentschieden, wie ich oder was ich denn eigentlich alles daran haben möchte am Roboter. Ihr seht jetzt ja das obere Stück. Am oberen Stück kommt gar nicht so viel hin. Da kommt jetzt nur noch einmal in die Ecken zwei LEDs, eine grüne und eine gelbe. Die grüne, um zu zeigen, dass der Raspberry Pi an ist, da sind die Spackschrauben im Bild, in denen das befestigt wird. Und die gelbe, damit man sieht, ja okay, er ist gerade entweder im Standby oder macht gerade Datenübertragung. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht einfach nur, um zu zeigen, er ist beschäftigt. Damit man dann sehen kann, ja, er tut gerade irgendwas. Also irgendwas Relevantes. Und dann kommt noch halt der Fotosensor nach oben, damit er von oben einmal abschätzen kann, wie hell es ist. Er bekommt vorne neben die Kamera einen Fotosensor, um auch da abzuschätzen, wie hell es ist. Vorne an die Frontseite haben wir hier meinen ganz leiser Lautsprecher mit den Klickgeräuschen und dann noch ein Mikrofon. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktionieren wird. Und neben den beiden Dingen kommt dann noch die Kamera selbst dahin. Logisch, wenn der Fotosensor daneben soll. Und ganz unten an der Frontseite dann nur noch ein Ultraschallsensor, nicht mehr zwei wie ursprünglich geplant. Ich will jetzt nur noch einen nehmen, weil ich halt den Nutzen. Also, es wäre sicherlich sinnvoll, oder es hätte durchaus einen größeren, einen durchaus relevanten Nutzen, auch noch einen Ultraschallsensor theoretisch an jede Seite ranzukleben. Aber ich will mich auf einen momentan einfachen Prototypen beschränken, da ich mittlerweile viel gelernt habe für einen zweiten. Wenn ich mit dem einigermaßen weit bin, dann will ich das, was ich von dem gelernt habe, in die Planung eines neuen stecken, eines Nachfolgers, und das da anwenden, um denen zu verbessern. Irgendwann habe ich dann eine kleine Flotte von Bodendrohnen, also von Bodenrobotern, die alle irgendwas können und dann täglich um mich herumschwirren. Stelle ich mir jetzt sehr witzig vor. Ja, im Stream selbst kommen wir langsam auch voran. Jetzt werden die ersten Stücke fertig gemacht. Das erste Kantenstück bekommt jetzt Leim drauf und dann wird es am Deckel selbst befestigt. Ich habe gerade gar nicht mitbekommen, ob da schon die Platte dran befestigt wurde oder nicht. Werden wir jetzt ja sehen. Wurde noch nicht, das ist die untere Seite. Gut, das wird mal draufgeklebt. Dann scheint das auch wunderbar so schön zu passen. Das war übrigens eine echte Friemelaufgabe. Das so hinzurutschen. Ich hatte zum Glück noch Bleistiftmarkierungen auf der Platte, wo
das hin soll und habe das dann anhand dessen so ein bisschen hin und her schieben lassen. Und es muss ja auch wirklich irgendwie auf die Millimeter passen. Es soll nirgendwo überstehen, sonst passen die Eckkanthölzer nicht. Es soll nirgendwo zu kurz sein. Halt unpraktisch sonst. Ich sehe gerade, dass ich Aufruf dazu bekommen habe. Boah. So viel Kommunikation heute. Nee. Und dann wird das Ganze jetzt einfach nur mal festgemacht. Erstmal an einer Stelle, da wird geguckt, ob das alles richtig fixiert ist. Da wird man natürlich auch schön festhalten, Druck ausüben. Und auf der anderen Seite verschiebt sich das dann ein bisschen jetzt nicht zur Seite hin, sondern es dreht sich einfach nach hinten weg. Damit muss man überleben können. Das schiebt man dann wieder zurecht und macht es halt dann. Ich drehe dann eine Schraube auf der anderen Seite rein. Und dann passt das auch auf beiden Seiten ganz gut. Wir können ein paar weitere Schrauben einfach dazwischen rein klatschen. Für die Gesamtkonstruktion. Und dann sieht das auch stabil aus. Wie lange das dann unter dem Strich hält, sollte auf jeden Fall weiter halten. Hat bisher ganz gut gehalten. Da bin ich dann nochmal vorsichtig mit dabei. Es kommt wirklich da auf den Millimeter drauf an. Nicht so wie vorher, ja, irgendwie, das passt schon. Aber es scheint auch ganz gut zu laufen. Von daher bin ich mal ganz zufrieden. Jetzt kenne ich schon, dass das dann auch so durchläuft. Es ist ruhig, zu ruhig. Hier zeigen wir deine neuen Follower, Abonnenten, Cheers, Raids und Hosting-Aktivitäten an. Da steht absolut nichts in der Liste drin. Ja, auch wenn ich hier noch nicht viele Leute habe, die sich das ansehen. Also vorhin tatsächlich bei dem Ampel-Stream. Waren 4 Leute im Chat, 5 Leute im Chat, das ist relativ unüblich bei mir gewesen, zumindest bei den Gehäusebausachen, beim Rest ging das eigentlich so. Aber es ist ein Projekt, auf das ich tatsächlich stolz bin und deswegen zeige ich das auch gerne. Und auch da will ich nochmal in Zukunft ein bisschen weiter ausbauen bei dem Projekt. Jetzt hier könnt ihr nochmal wirklich die Anfänge genießen, die Anfänge sehen. Ich weiß nicht, wie das bewertet werden wird, wenn man sich das in ein paar Jahren anguckt. Wenn sich das denn jemand in ein paar Jahren anguckt. Wenn ja, gerne drunter schreiben. Jetzt schauen wir das ganze Video nochmal an, um diese Stelle wieder zu finden, mich daran zu erinnern, was ich eigentlich gesagt habe. Und bis dahin läuft er dann hoffentlich auch schon ein paar Jahre. Der Roboter. Für den Roboter existieren tatsächlich schon die ersten Bots, die auch kommunizieren können, schriftlich bisher nur. Die stelle ich jetzt aber noch nicht vor, sondern die werden gesondert nochmal etwas stärker gezeigt, wo sie dann auch die nötige Aufmerksamkeit bekommen können, die sie verdient haben. Momentan jetzt gerade bei diesen langen Gehäusevideos, glaube ich, wenn man da irgendwelche Besonderheiten zeigt, dann kommt es noch nicht ganz so zur Geltung. Weil, wie die ersten 7 Videos zeigen, ist ja noch nicht so viel passiert. Obwohl das jetzt schon langsam in die richtige Richtung geht. Man braucht halt echt viel vor. Das ist echt viel. Man braucht halt ein bisschen Vorarbeit, um dann zum Schluss etwas Sichtbares zu zeigen. Und das ist auch eigentlich der Teil, der wirklich Spaß macht. Klar, es ist toll, wenn man es im Schloss zusammengebaut hat und es läuft irgendwie. Aber der wirklich schöne Teil ist eigentlich, wenn man sich hinsetzt und dann nochmal dran basteln kann, das Ganze ein bisschen weiterentwickeln kann. Und da stimmt es auch wirklich, dass der Weg das Ziel ist. Denn wenn das fertig ist, hat man nichts mehr zum Basteln. Aber
obwohl hier hätte ich dann was zum Spielen. Ich glaube auch nicht, dass mir bei dem Roboter irgendwas zum Basteln ausgehen wird. Wenn ich davon Langeweile vorsitze und ich weiß, was ich tun soll, dann fange ich halt den nächsten an. Dann mache ich mir das einfach. Na, ich wollte nur meinen Schreibtisch nebenbei ein bisschen aufräumen. Ich muss noch einen Stift wegpacken. So, fast fertig aufgeräumt. Je nachdem jetzt eine Stütze quasi dran ist, fehlt noch eine Schraube, die rein muss. Dann kann auch die nächste Stütze angebracht werden. Und beim nächsten Mal, das kann ich euch versichern, wird es interessanter. Natürlich am Anfang erstmal, um alle Leute abzuschrecken, wird noch mal eine Seite zurechtgeschnitten, verleimt und zur Seite gelegt. Aber danach geht es richtig los. Den größten Bauteil gibt es tatsächlich auch in Folge 8, also in der nächsten. Hätte ich nicht erwartet. Ich hatte in Erinnerung, dass ich in 9 und 10 alles gemacht habe. Aber tatsächlich ist Folge 8 das Highlight schlichthin in der Reihe. Hätte ich vielleicht eine Stunde früher erwähnen sollen. Jetzt will keiner mehr beim nächsten Mal zugucken. Mit dem Zebertuch habe ich den überschüssigen Leim abgewischt. Wenn man das mit den Schrauben befestigt, dann kühlt es zum Beispiel an der Seite raus. Und damit auch das getrocknet nicht später im Weg ist, wird es halt kurz einfach mal abgewischt. Auf der Innenseite ist es nicht ganz so dramatisch, nicht so dramatisch wie auf der Außenseite. Denn auf der Außenseite soll ja noch Holz hin, genauso wie an den Ecken, da soll auch noch Holz hin. Deswegen muss auch Platz sein. Strecken. Ja. Jetzt auf der gegenüberliegenden Seite wird das Holzstück befestigt. Aus einem ganz banalen Grund, den ihr euch garantiert auch schon gedacht habt. Wenn ich gegenüber das Holz hinstelle und das da festmache, dann kann ich das ja einfach beim nächsten Mal leimen und dann umdrehen. Und dann steht es ja schon auf zwei Holzbeinen quasi. Und beim dritten Mal wird es dann leichter für mich, genauso wie beim vierten Mal, dann die Querstreben anzubringen. Jetzt, wo ich mir das ansehe, ich glaube, beim nächsten Mal hole ich mir tatsächlich eine andere Unterlage. Auch da hätte ich dann noch ein Brett dazwischen liegen oder zumindest Papier, falls mal was daneben geht. Obwohl ich ziemlich treffsicher bin beim Leim. Bei den Schrauben meistens auch. Ich sehe jetzt gerade ein Loch am Roboter, das mir das Gegenteil beweist. Zwei. Ja, bis jetzt zwei. Ich suche besser nicht weiter. Nicht, dass ich noch ein drittes finde. Aber das klappt. Es funktioniert. Vielleicht kann ich ja, wenn ich sowas in der Art nochmal machen sollte, einfach Musik drunter legen. Dann lasse ich das einfach so laufen mit ein bisschen Musik und kann in der Zwischenzeit weiter basteln. Das Gefriemel, das war eine Nummer für sich. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ein Nachteil für mich ist momentan, dass ich abends sehr viel unterwegs bin und deswegen eigentlich so die Zeit nach dem Arbeiten oder sowas nicht damit verbringen kann, mich gemütlich an den Schreibtisch zu setzen und weiterzubauen. Ja. Zumindest nicht jeder Abend, sondern manchmal. Aber das wäre nochmal etwas, was ich mir auch für die Zukunft wünsche. Es wird aber auch Ende des Sommers auf jeden Fall spätestens soweit sein, dass ich da soweit bin und dass ich dann abends auch mehr Zeit für den Roboter finde, wenn ich bis dahin nicht schon viel weiter gekommen bin. Also, wenn ich vormittags oder nachmittags mal Zeit habe, dann setze ich mich auch unglaublich gerne dran. Ich habe den Kasten jetzt auch am Wochenende schon mal, gar nicht, gestern, war gar kein Wochenende, besser war Mittwoch, einem Freund präsentiert. Ich glaube, das kam ganz gut an. Jedenfalls schien er begeistert zu sein. Und sobald das Teil fahren kann, dann wird es natürlich schon viel, viel lustiger.
Ich bin auch immer noch am Überlegen, ob ich den von innen mit Alu auskleiden soll, mit Folie, sodass er auch von innen wasserdicht ist. Damit ich da den Kühlakkus und zum Beispiel das Feierabendbier reinlegen kann, um mit ihnen in den Park zu fahren. Da kann ich mich da hinsetzen und kühles Bier schlürfen. Obwohl ein Park ist dafür eine schlechte Sache, da sitzen nur komische Leute. Da würde ich auf jeden Fall mit dazugehören. Nein, dann eher mit Freunden. Vielleicht draußen mal grillen, Roboter mitnehmen, schön in den Garten rein. Der fährt dann von durstigem Kollegen zu durstigem Kollegen, verteilt dann seine Fracht. Das wäre schon was. Dann kommt auch seinem Butler-Gedanken auf jeden Fall näher. Ich sehe gerade, dass das zweite Stück Kantholz schon jetzt festsitzt. Fehlen nur noch zwei, dann komme ich da wirklich gut vorwärts. Dann habe ich auch den siebten Teil euch schon mal zeigen können. Und freue mich ganz besonders auf den achten, wenn ich dann auch in die Titel reinschreiben kann. Gehäusebau, langsam das Gestaltern oder sowas in Richtung. Werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Vielleicht streame ich dann auch zu unchristlichen Zeiten, morgens um 5. Obwohl, da könnten auch einige noch wach sein und nicht gerade erst wach werden. Mir kommt es tatsächlich auch da gerade nicht so auf die Zuschauer an. Jedenfalls nicht auf die Mengen. Sondern eher, dass ich tatsächlich die Möglichkeit habe, es zu zeigen. Und ich, dadurch, dass es ja nochmal auf einer anderen Plattform hochgeladen wird, wird es auch langfristig verfügbar sein. Mein kleines Projekt. Und dann könnt ihr euch das zweifach immer wieder ansehen. Die Endlosschleife. So wie es mir hier von OBS vorgeschlagen wird. Da kommen wir dann mit neuem Zebra-Papier. Und dann werden jetzt die letzten beiden Stützstreben befestigt. Das sieht doch aber soweit schon mal ganz schön aus. So, nur noch die beiden. Die müsste ja auch noch geleimt werden, draufgelegt und festgeschraubt. Und der Zeit entnehme ich, da das Video noch 11 Minuten 42, 41, 40 laufen wird, so ungefähr, wird das wohl auch relativ fix vonstatten gehen. Es würde mich aber auch wirklich nochmal interessieren, wie das dann etwas schneller aussieht. Wenn ich 10 Aufnahmen habe, die ich vielleicht als 10 Minuten Video machen will. Eigentlich müsste ich aber alle hintereinander packen. Weil die unterschiedlich lang sind. Ich habe bis zu 2 Stunden pro Video. Die letzten sind alle etwas kürzer. Ich könnte die eine Stunde so. Ich könnte das Komma um eine Stelle verschieben und statt eine Stunde 10 würde das dann 1 Minute 10 gehen, dann ginge das Video insgesamt wohl um die 20 Minuten. Grob, also 15 Minuten bis 20 Minuten. Das müsste aber auch gehen, von der Länge her. Und dann kann ich da ja nochmal alles erzählen zum Roboter selbst. Scheint eine schöne Idee zu sein, sollte ich mich mal dran setzen. Kann ich eigentlich jetzt schon nebenbei machen. Googeln wir mal www.google.com. Nein, das wird ausgeschrieben. Dann gucken wir mal Buch oder Twitch. Bestätigen. TV, Download Linux, tatsächlich heute mal nicht. Video für
Stauchen nennt man das bestimmt. Kann man auch mal schneller ablaufen lassen. Tatsächlich gibt es an der PTV eine relativ einfache Möglichkeit. Jetzt muss ich das nur zum Laufen bekommen. Interessant, interessant. Welche ich ließe das lieber durch, während ihr nochmal die letzten Züge im Video bewundern könnt. Interessant. Ja, das sind ein paar Sachen, die ich nochmal ausprobieren werde. Und da gibt es verschiedene Lösungsvorschläge, auch direkt über die Konsole, die ich wahrscheinlich dann nochmal in Anspruch nehmen könnte. Das könnte für eine ganze Reihe werden. Oh.
mal, wenn ich jedes Video sonst vielleicht auf 5 Minuten kürze und jeden Tag eins rausbringe. Hey, ihr könnt ja sonst eure Meinung mal wieder zuschreiben, wie ihr das seht. Jetzt ist übrigens das Holz fertig, also die vier Kanten sind dran. Dann fehlt nur noch kurz die Innenschicht. Wie ihr seht, ich kleide das Ganze jetzt mal mit Papier aus. Das ist schöner, wenn das Papier nur dran klebt, anstatt von irgendwelchen anderen Holzstücken. Und wenn das dann ausgekleidet ist, kommt Leim da rein. Und nach dem Leim dann das Innenleben. Das zweite Holzstück. Das Pressholz. Und danach wahrscheinlich so ein paar Bücher. Dann werdet ihr auch sehen, welche Bücher ich so zum Programmieren lernen genommen habe. Unter anderem und zum Wiederholen und zum großen Teil. Es gibt sogar noch verschiedene weitere Hilfen. Das will ich nicht haben, dafür müsste ich mich anmelden. Dann gehen wir nochmal zurück auf Twitch. Schließen Teile des Browsers, die ich jetzt nicht mehr benötige. Und gucken mir nochmal bei den letzten Schritten Arbeit zu, wie ich den Holzleim dann auf der gesamten Plattform verteile. Damit auch anschließend wunderschön alles hält, genau da, wo es halten soll. Das müsste mit Leim auch schon fast genug sein. Noch einmal kurz um das Displayfenster rum. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Nur das Innenleben reindrücken und dann sind wir tatsächlich durch. Auch für den Stream für heute. Ich bedanke mich nochmal bei YouTube-Zuschauern, denn im Besonderen, dass sie bis zum Ende durchhalten werden. Und ich freue mich mehr als am Anfang auf den achten Teil, weil es da dann wirklich interessanter wird. Ja, vielleicht fällt mir noch was anderes ein, wie ich das mit dem dem Gehäuse machen kann, auch mit dem Getriebe. Gerade auch da mit dem Bau. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Würde ich gerne zeigen. Werde ich auch zeigen, auf jeden Fall. Ob es irgendwie interessiert oder nicht. Dafür ist das Internet ja gut. Jeder kann seinen Scheiß einfach ausbesorgen. Und da sehen wir jetzt einen Teil meiner Bücher. Hier das dicke Buch ist das C-Buch. Da stehen unglaublich viele hilfreiche Dinge drin. C programmieren werden wir auch noch, wenn es um den Arduino geht. Sehr wahrscheinlich werden wir das in C machen. Assembler ging natürlich auch. Aber Assembler habe ich noch nicht gelernt. Sollte aber auch nicht allzu schwierig sein, die Grundzüge zu erlernen. Ja, da bin ich zufrieden. Heißt, damit ist das dann auch zu Ende und es muss jetzt nur noch trocknen. Damit beende ich dann auch den Stream für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer MatheFreak oder von YouTube Projekt Bob.